Ach, Schatzi, du bist wie ein wahr gewordener Traum. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden wie dich überhaupt kennenlernen könnte. Du bist viel zu süß, Mausi. Verpiss dich! Hä? Sofort! Macht mir alles dreckig! Hey! In meiner leider viel zu ereignisreichen Zeit seit am Beginn der Bulimie bin ich mit vielen Themen und vor allem Substanzen in Berührung gekommen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mich jemals interessieren könnten. Ich liebe offene Haare, aber ich schmelze gerade. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert, von Sättigungsmitteln über Stoffwechselbeschleuniger bis hin zu Eiweißshakes. Dem richtig harten Zeug geben. Wenn man Gewichtsabnahme als etwas durch und durch Gutes sieht, dann greift man eben verzweifelt nach jeder Wurzel, die sich einem bietet. Deswegen bin ich irgendwann mal bei Abführmitteln gelandet und ich könnte jetzt einen Witz darüber reißen, dass meine Erfahrungen damit scheiße waren, aber das erwartet ihr wahrscheinlich alle, oder? Stattdessen kann ich ja sowas rezitieren wie zum Beispiel: Nach einem Windstoß ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde Zeit. Los. Nein, das zum Glück nicht. Gott sei Dank. Wenn ihr das verstanden habt, dann können wir Freunde sein. Eigentlich eine gemeine Aussage, weil das heißt, jeder, der das nicht verstanden hat, kann nicht mein Freund sein. Oh. Auf jeden Fall, als ich das erste Mal Abführmittel nahm, da dachte ich folgendermaßen darüber. Man nimmt es und dann nimmt man ab, weil ja der Darm vollkommen leer ist. Und außerdem das Essen viel schneller durch den Körper wandert und da hat der Körper ja auch überhaupt keine Zeit, das ganze Essen zu verarbeiten. Also die Kalorien aufzunehmen. Außerdem ist es doch nicht schlimm, ab und zu Abführmittel zu nehmen. Du wirst in diesem Video wohl das Pro übernehmen, ha? Den Po? Ja, ich weiß. Egal, lassen wir das mal so stehen und klugscheißern wir rum. Ich mag Fäkalhumor nicht, ich mag ihn wirklich nicht. Nun, hauptsächlich gibt es zwei Wirkweisen von Abführmitteln. Die einen steigern die Darmbewegungen, die anderen verflüssigen den Stuhl. Das klingt schon mal lecker, nicht wahr? Hätte ich das von Anfang an sagen sollen? Auf der anderen Seite, es geht um Abführmittel. Ich hoffe, keiner von euch hat blumige Umschreibungen erwartet. Bei Völlegefühl und Aufgeblähtheit hilft Scheißfehl mit seinem einzigartigen Wirkstoff Furziolac die Darmflora anzuregen, damit sie ihr Leben wieder so leben können, wie sie es wollen. Wir sind hier bei Hallo Bulimie, nicht bei Ich rede euch die Scheißerei schön. Ich kann Fäkalhumor nicht ausstehen, aber ich weiß nicht, wie ich ein Video über Abführmittel machen kann, ohne darüber zu scherzen. Bei der Gelegenheit sollte ich euch gleich warnen, dass dieses Video sehr theorielastig wird. Aber das Gute daran ist, nachher gibt es keine Prüfung. Ihr könnt das ganze Zeug wieder vergessen. Nein, nicht vergessen. Merken. Merken. Nun, die meisten Abführmittel sind nicht dafür gedacht, länger als 1 bis 2 Wochen genommen zu werden. Viele sind auch nur für die einmalige Anwendung. Wenn man über längere Zeit einfach Abführmittel nimmt, ohne dass man es braucht, hat das nicht zu unterschätzende Folgen. Abgesehen davon löst das ironischerweise genau das aus, was man nicht haben will. Durch den Missbrauch von Abführmitteln kann nämlich die Darmstruktur unwiderruflich geschädigt werden. Die Darmbewegungen werden schwach und der Stuhl kann nicht mehr ausreichend durch den Darm bewegt werden. Stuhl, seht ihr? Ich habe scheiße schön umschrieben. Ich mag Fäkalhumor nicht. Ich finde ihn wirklich ekelhaft. Wirklich, wirklich ekelhaft. Es kann auch zu Elektrolytstörungen und Kaliummangel kommen. Und dieser Kaliummangel wiederum führt zu Verstopfung. Die Darmschleimhaut kann sich auch chronisch entzünden, was zu einem Reizdarmsyndrom führen kann. Was bedeutet Reizdarmsyndrom nun? Naja, es ist halt die Funktion des Darms gestört und es kann zu Schmerzen, Blähungen, Verstopfung und Durchfall führen. Aber was noch viel wichtiger ist... Ja? Es wirkt doch. Nun ja. Doch, doch, dann ist der Bauch flacher und alles. Das mag sein, denn immerhin ist der Darm jetzt vollkommen leergeräumt, aber so funktioniert Verdauung nicht. Schon in der Schule habe ich damals gelernt, dass Verdauung bereits im Mund passiert. Geschieht. Beginnt. Beginnt ist das bessere Wort. Abführmittel wirken allerdings erst im Dickdarm, wo die Nahrung schon verdaut ist. Das heißt, der Gewichtsverlust ist eigentlich ein Wasserverlust, da, wie schon erwähnt, der Stuhl verflüssigt wird. Doch der Körper muss diesen Flüssigkeitsmangel wieder ausgleichen. Und wie wir alle wissen, Menschen sind wie Gurken, wir bestehen hauptsächlich aus Wasser und wenn wir zu wenig Wasser in uns haben, ist das nun, gelinde gesagt, unpraktisch. Abführmittel haben also nichts mit dem Verdauungsprozess per se zu tun, sie beschleunigen lediglich die Entleerung des schon verdauten Darminhaltes.
Das schaust du was, ich habe mich vorbereitet. Wie schon erwähnt, wird der Darm durch den regelmäßigen Gebrauch von Abführmitteln nicht nur träge, man riskiert auch ernsthafte Folgeschäden, wie zum Beispiel einen künstlichen Darmausgang oder Nierenfunktionsstörungen, anatomische Darmveränderungen wie Nervenveränderungen, das klingt gesund, ha? Verdünnungen der Darmwand, gravierende Elektrolytstörungen, Kaliumverluste, die wiederum Muskelkrämpfe und Herzrhythmusstörungen auslösen können. In Klammer Herzstillstand. Ja, darüber kann nicht mal ich Witze reißen. Ich glaube, es gibt im Moment drei Gruppen von Zuschauern. Die einen, die dieses Video nur angeklickt haben, weil das Thumbnail komisch aussah und sich jetzt denken, hat hier nichts Besseres zu tun? Nun, nein. Die anderen, die denken, ja, nur weil das ein paar Leuten passiert, passiert das doch mir nicht. Zu denen kommen wir noch. Und dann die, die meinen, kein Problem, dann nehme ich eben pflanzliche Mittel. Tada! Was war gerade unklar? Abführmittel sind Abführmittel. Und diese wirken, indem sie Wasser binden und eine Reizung der Darmschleimhaut auslösen. Und denkt ja nicht, ich bin so klug. Ich habe das alles recherchiert. Auf jeden Fall, das klingt gut, weil dann alles schneller rausgeht, richtig? Das klingt nicht gut, weil dadurch gehen Mineralien, Salze und Kalium verloren werden. Von euch hat aufgepasst, wer weiß, was dadurch passiert. Ja, du? Wunderbar, du bist sehr aufmerksam. Dafür darfst du jetzt früher nach Hause gehen. Warum will ich meine Zuschauer immer nach Hause schicken? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich euch allen einfach einen schönen und gemütlichen Tag wünsche. Ja, okay, aber wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man selbst davon betroffen ist? Ich meine, du sagst ja selbst die ganze Zeit, es kann sein. Du bist doch ein kluges Mädchen. Ja? Wenn eine junge Dame die Pille nimmt, aber durch das Abführmittel ordentlich viele Dinge aus ihrem Körper geschwemmt werden, was heißt das denn für die Medikamentenwirkung? Ich werde es nicht sagen. Aber du bist so ein kluges Mädchen. Das heißt, dass das Medikament nicht wirkt? Bravo! 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 Aber das ist doch kein Drama, dann nimmt man es halt nicht so oft. Du bist so ein kluges Mädchen. Langsam habe ich das Gefühl, du verarschst mich. Wenn man regelmäßig eine bestimmte Menge Abführmittel nimmt, was passiert dann? Das weißt du doch. Man muss die Dosis dauernd steigern, damit es dieselbe Wirkung hat. Kluges Mädchen. Kluges Mädchen. Ich mag nicht, wenn du so mit mir sprichst. Siehst du, genauso fühle ich mich, wenn du mit mir redest. Um es nochmals ernst zu sagen, denn es ist nichtsdestotrotz ein ernstes Thema. Man wird von Abführmitteln nicht süchtig, allerdings kann man nicht mehr ohne, wenn man es regelmäßig verwendet. Beziehungsweise, und das sollte man auch immer bedenken, der Körper braucht eine Weile, ungefähr 3 bis 4 Tage bei geringen Mengen Abführmittel, bis sich der Stuhlgang wieder normalisiert hat. Doch wenn man eine Essstörung hat und das Gefühl eines vollen Darms einfach nicht erträgt, dann können 3 bis 4 Tage eine Qual sein. Ja, stellt euch vor, wenn man eine Essstörung hat, erträgt man nicht mal den Gedanken, dass Essen in einem drin ist. Für den Entwöhnungsprozess braucht man also viel Geduld. Doch dieses Verlangen danach, sich leer zu fühlen, kann dazu führen, dass aus anfänglich 1 bis 2 Tabletten Abführmittel, was ich aus eigener Erfahrung kenne, 20 bis 40 Tabletten Abführmittel werden kann. Was ich nur beim Hörensagen kenne. Diese Dinge sind einem allerdings wunderbar egal, solange sie einen nicht selbst betreffen. Mir waren meine Zähne auch egal, bis sie anfingen, mir abzubrechen. Man ist ja selbst die Ausnahme aller Ausnahmen. Ich habe gedacht, ich kann reiern, so viel ich will, meinen Zähnen wird schon nichts passieren. Passiert immer nur den anderen. Deswegen will ich euch jetzt noch eine Hilfestellung anbieten, denn was wäre ein Hallo-Bulimie-Video ohne Hilfestellung? Ein stinknormales Hallo-Bulimie-Video. Nun, was kann ich euch denn für Lösungsvorschläge anbieten? Wie wäre es denn mit ballaststoffreicher Ernährung? Vollkornprodukte, Haferflocken, ungeschälter Reis und mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag. Ich bin der Typ, ich kann nicht die ganze Zeit kleine Mahlzeiten essen. Ich habe lieber große Mahlzeiten. Viel Wasser trinken, 2 Liter pro Tag. Allerdings keinen Kaffee und keinen Alkohol. Das steht da explizit dabei, also das wird schon stimmen. Das sieht echt doof aus. Kein Unterdrücken des Stuhlgangs über längeren Zeitraum und regelmäßig auf die Toilette gehen.
und körperliche Aktivität steigernder, das die Darmtätigkeit anregt. Allerdings weiß ich nicht, ob das so super toll ist, wenn man nicht auch ein bisschen in Richtung Sportbulimie geht. Das ist die Sache mit solchen Tipps, die sind alle für gesunde Leute geschrieben. Denn ich glaube, körperliche Aktivität steigern heißt für manche Leute einfach ein bisschen mehr spazieren gehen. Für essgestörte Menschen heißt das was ganz anderes. Sollte das alles nichts helfen und die Entwöhnung funktioniert nicht ohne megamäßige Beeinträchtigung der Körperfunktionen, sage ich euch jetzt drei Worte, die einfach niemand hören will. Ich liebe dich. Geh zum Arzt. Ich hätte mehr Schiss vor, ich liebe dich. Ich auch. Ich liebe dich. Warum sagst du sowas? Niemand geht gern zum Arzt und gerade wenn man eine Essstörung hat, ist einem das doppelt unangenehm. Als ich mich noch regelmäßig erbrochen habe, da hatte ich Angst vor jedem Zahnarztbesuch, weil ich dachte, meine Zahnärztin spricht mich gleich auf den Zustand meiner Zähne an. Ja, das war wichtiges Deutsch. Doch das Lustige bei solchen Ängsten ist, dass sie meistens nicht durchdacht sind. Denn wenn sie mich sowas gefragt hätte wie, erbrechen Sie sich oft? Was wäre das Schlimmste gewesen, was passieren hätte können? Ärzte stehen unter Schweigepflicht und auch wenn viele eine enorme Wissenslücke haben, was Essstörungen angeht, beim körperlichen Teil der Erkrankung kennen sich die meisten aus. Und wenn du noch minderjährig bist und dich nicht traust, mit irgendjemandem drüber zu reden, geschweige denn zum Arzt zu gehen, dann wende dich an eine Telefonseelsorge. Denn die können dir nicht nur psychischen Beistand leisten, sondern dir auch alle nötigen Kontakte vermitteln, die du brauchst. Und wenn ihr glaubt, dass ich nicht Minimum 3 Links für Telefonseelsorgen in Österreich, Deutschland und der Schweiz in die Videobeschreibung gehaut habe, dann schaut ihr zum ersten Mal ein Hallo Bulimie Video. Und wie ist es bis jetzt? Bevor du also im schlimmsten Fall einen Teil deines Darms verlierst, geh zum Arzt. Ja, naja, ich meine, du sagst ja selbst im schlimmsten Fall. Irgendwann kriegst du aber so brutal ein Kissen ins Gesicht geklatscht. Das ist grob. Da fällt mir ein, bei Entwässerungsmitteln verhält es sich ähnlich. Die haben ebenfalls keinen Einfluss auf Kalorien und Körperfett. Außerdem ist der Missbrauch dieser Mittel sogar lebensgefährlich, da man stark dehydrieren kann. Beim Absetzen von Entwässerungsmitteln nimmt man meist zu, allerdings ist es nur Wasser und es normalisiert sich innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Um die Klammer zu schließen, die Lena von damals, die dachte, dass Abführmittel ein guter Weg zum Abnehmen sind, die gibt es nicht mehr. Sie beeinflussen nicht die Kalorien, die man aufnimmt, sie sorgen für Blähungen und Flatulenzen. Danke für deinen Beitrag. Ich war das nicht. Ja, ja. Und sie sind definitiv hundertprozentig nicht über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Und wenn da jemand sitzt, dem das vollkommen egal ist und der sich denkt, was die Tante da redet, das geht mir sonst wo vorbei? Du musst echt nicht sonst so sagen, wenn wir hier über Fürze und Scheiße reden. Einer von uns beiden muss doch das Niveau halten. Was bist du lustig? Falls ihr Erfahrungen, Meinungen oder schlechte Wortwitze zum Thema habt, dann lasst sie da. Und falls ihr erfolgreich vom Abführmittel losgekommen seid, dann lasst uns wissen, wie. Wir sehen uns am Montag im Kommentarvideo wieder. Bis dorthin, passt auf euch auf. Ich passe auf mich auf. Cooler Abschiedsgruß. Ich trage übrigens keine Hose.